Herzlich willkommen zurück zu Minecraft in der Wii U Edition. Bei mir, eurem Feuerstachel. Im letzten Part sind wir zu dieser Endfestung hingelangt, haben den Spawner nicht abgebaut. Ich weiß, den hätte man einfach abbauen können, weil die Silberfische eh nicht spawnen, beziehungsweise da lassen, wenn man sie abschlachtet, in Anführungszeichen. Habe ich jetzt vergessen? Ja gut, kann man halbwegs tolerieren, denke ich. Können wir vielleicht später noch machen, wenn wir da mal wieder vorbeischauen, aber ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns einfach weiter in dieser schönen Festung. Okay, das sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Holztür. Nice. Eine Truhe. Was ist hier drin? Was ist hier drin? Okay. Brot und zwei Äpfel. Ich hatte mit mehr gerechnet, aber gut. Will man sich jetzt auch nicht beschweren. Geht's hier noch weiter runter? Es geht hier echt weiter runter. Oh Mann, was wird's hier noch alles geben? Oh, noch mehr Bücher auf jeden Fall. Ich bin mir immer noch sehr sicher, dass man durch diese Steine einfach sich durchbuddeln kann und auf der anderen Seite dann irgendwas auf einen wartet. Aber irgendwie kam da noch nie was. Das ist richtig bitter. Ich buddel die ganze Zeit um mein Leben, denk mir so, jawohl, da wird der große Schatz auf mich warten. Aber am Ende erwartet mich dann noch mehr Steingebirge und nicht wirklich irgendwas, was sehr ansehnlich ist, außer eben dieses gräuliche Gestein. Naja. Die Gitter könnte ich übrigens auch abbauen, habt ihr mir gesagt gehabt. Deswegen baue ich mal so 1, 2, 3 ab. Und vielleicht kann man ja irgendwas Cooles aus denen draus bauen, auch wenn man sie sich selbst ohne Probleme craften könnte. Wenn es umsonst ist, nimmt man es natürlich gerne mit. Ist so wie beim oder bei so einem Abschlussverkauf, wo dann einfach alles rausgefeuert wird zu Preisen, wie man sie sich sonst nicht erträumen kann und sich einfach denkt, ja, vielleicht brauche ich das in ein paar Jährchen, kann man einfach mal mitnehmen, ist ja nicht schlimm. Gibt's irgendwas, was diese Bücherregale ein bisschen schneller abbauen lassen könnte? Ich meine, ich könnte jetzt auch ohne Probleme so eine Holzaxt craften. Mache ich einfach mal kurz, dann schnappe ich mir ein paar Hölzer. Macht man einfach mal. Okay, da habe ich sie. Und wir können zwar nicht mehr allzu viel mitnehmen, aber ich denke, das wird schon auf jeden Fall noch klappen. So, da. Da mal ein paar Holzstöcke. Ich hoffe mal, das reicht, aber es dürfte reichen. Und zumindest eine Steinaxt. Und ja, das klappt echt schneller. Nice. Bücher, kommt zu mir, meine Kleinen. Dann können wir uns eine richtige Bibliothek aufbauen. Oh Mann, ist das schön. Ist jetzt mal ein bisschen mehr abgetragen, aber ich denke, das kann man schon halbwegs verkraften. Oh, eine weitere Kiste. Was ist denn hier so Schönes? Weiteres Papier. Okay, hätte man jetzt nicht so wirklich gebraucht, aber einfach mal mitnehmen. Kann ja nicht schaden. Vielleicht braucht man es doch noch irgendwann. Auch wenn man daraus ja, denke ich jetzt mal zumindest, nur Bücher herstellen könnte. Und dafür bräuchte man auch noch ein paar Ledersachen. Also, warum es die jetzt wirklich hier in der Bibliothek gibt, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich denken sie einfach, ah, jeder, der reinschaut, ist bestimmt so ein braver Bursche und baut kein einziges dieser Bücherregalchen ab. Ich meine, wer würde das auch schon wagen? Es ist doch alles so schön hier. Die Welt ist so schön und niemand tut wem anders weh. Nein. Aber doch, ich bin derjenige, der einfach denkt, okay, Vandalismus ist zwar nicht ganz cool, aber Bücherregalchen gehen da schon voll und ganz durch. Auch wenn ich denke, dass es sich dann auch so langsam hier hat mit diesen Bücherregalen, beziehungsweise den Büchern, weil wir haben schon zwei volle Stacks voll und mehr brauchen wir da eigentlich auch gar nicht. Ich könnte den Sand jetzt einfach mal wegdonnern, weil ich denke, ja gut, Sand ist schön, aber braucht man nicht unbedingt, ne? Bücher sind doch schon etwas kostbarer. Wenn ich mich hier durch die Wand durchgrabe, das heißt hier vorne, kommt da noch was? Weil ich höre ein paar Fledermäuschen. Vielleicht irgendwie so ein versteckter Geheimgang mit der Wand. Wer weiß. Ich meine, der Knüppel verschwindet auch oft in der Wand drin. Da kann man vielleicht auch noch irgendwas Kostbares drin finden. Wer weiß. Kann bestimmt mal vorkommen. Auch wenn ich glaube, dass meine Steinspitzaxt gleich alle ist. Deswegen hebe ich mir die doch lieber noch für ein paar wichtigere Sachen auf. Geht's ja auch weiter runter? Hey, hier geht's ja noch weiter runter. Wie tief können wir hier denn noch? Okay, erstmal wieder futtern, damit wir volle Gesundheit haben, falls irgendwas kommen sollte, um gut gewappnet zu sein. Also, hier geht's echt so tief runter, da kann man echt sich gar nicht beklagen. Und da sind die Fackeln sogar schon aufgestellt. Mega cool. Okay, Tür ist offen? Ich weiß nicht. Können hier unten eigentlich auch ein paar Gegner auf uns warten oder sind die hier ferngehalten worden von irgendwem? Naja, ich weiß ja nicht. Ich bin mir da noch ziemlich unsicher. Das ist bestimmt eine Kiste, oder? Hier drin. Da oben. Mal schauen. Nee, da ist nur... Wobei, da oben könnte eine sein. Oh, das hat mich jetzt mehr erschrocken, als es eigentlich tun sollte. Aber gut... Bauen wir uns mal kurz einen Weg hoch.
Jupp, hier ist eine. Nur ein Goldbarren und sonst... Ja gut, hier war eh eine Leiter. Vielleicht hätte man eher nach den Leitern suchen sollen, anstatt sich einfach da so schnurstracks nach oben zu bauen. Die wäre vielleicht eine bessere Lösung gewesen. Aber kann man auch mal so machen. Ist jetzt auch nicht so schlimm, denke ich. Wer wurde denn wirklich die ganze Zeit in diesen Gefängnissen gehalten? Nein, und warum gibt's da kein Klo und kein Bett drin? Die werden sich alle bestimmt beklagt haben. Ey, oh, muss mal kurz aufs Scheißhaus. Bitte lass mich raus. Ich hab Verstopfung. Was macht man dann? Man kann nicht einfach sagen, nee, du musst jetzt damit leben. Kot dich halt ein. Auch wenn es schlimm klingt, hat man wahrscheinlich genauso gehandhabt. Richtige Vandalen waren das damals. Alter, wie es da wahrscheinlich zuging. Echt nicht mehr feierlich. Hier geht's noch tiefer rein. Tut mir leid, dass ich mich jetzt einfach tiefer vorwage, aber ich will ja auch irgendwann ans Ende ankommen. Auch wenn ich glaube, dass man sich hier nur mit irgendeiner Axt durchbauen müsste. Wir haben genug Stacks. Haben wir auch noch genug für einen Holzblock? Man kann ja auf jeden Fall auch Holz abbauen, deswegen ist das kein Problem. Schnurstracks nach oben. Und suchen wir uns mal noch eins von diesen Holzfelderchen. Auch wenn wir hier einfach so nach unten gehen könnten. Ich denke, das machen wir da lieber so. Da unten ist bestimmt auch noch was weiteres. Muss ich jetzt echt durch? Schnell? Okay. Buddeln wir eben die Tür ab. Wo wird die denn angezeigt, dass die kaputt geht? Da oben. Dauert jetzt mal ein bisschen länger, weil wir keine Eisenspitzaxt oder etwas derartiges mehr haben. Aber man kann es auch so durchgehen lassen, denke ich. Ja, die geht schon irgendwann Schrott. Bitte, mach es. Es ist doch nicht so schlimm. Du bist nur eine Eisentür und ich habe meine harte Moorrübe. Also wenn die dich nicht schlägt, dann weiß ich auch nicht. Ich höre auch überall Fledermäuse. Aber ich weiß nie so wirklich, ob die jetzt direkt neben mir sind oder ob sie nichts von mir wollen. Ich denke, die wollen nichts von mir. Die sind diesmal nett gewesen. Lass mich da mal wieder hoch. Danke. Irgendwie klappt es ja dann doch nicht. Naja, was lange währt, wird letztendlich doch noch gut. Und, mal schauen. Ich höre ja auf jeden Fall einen mega fetten Höhlenzaun. Der gefällt mir schon mal so ein bisschen zumindest, aber ohne meine Steinspitzaxt... Oder Steinspitz hacken, um es besser auszudrücken, kann ich ja auch nichts machen, ne? Ich könnte ja einfach wieder zurück nach oben gehen, schauen, ob es hier irgendwo nochmal diese Holzblöckchen gab. Weil die gibt es bestimmt hier, die habe ich schon mal gesehen. Und mir dann einfach weitere Materialien craften. Weil hallo, mit denen lässt sich hier dann noch besser leben. Ich habe doch irgendwo so eine kleine Leiter gesehen, wo es nach oben ging und so Holz war und so. Oder ich nehme einfach das hier an der Seite, das kann man auch. Ja, das kann man auch nehmen. Dankeschön für die netten Gaben. Obwohl wir gar keinen Erntedank haben, habt ihr sie mir so freundlichst hinterhergeschmissen. Oder man hätte auch einfach jetzt zurück zum Crafting Table gehen können. Es sind mehrere Optionen gewesen. Ich habe natürlich die aufwendigste genommen. Naja, kann man auch mal machen. Erde weg. Setzling auch weg. Braucht man nicht. Den Sand, also den braucht man schon lange nicht mehr. Und lass mich mal die aufnehmen. Hallo? Weg damit. Und, Eichenbretter können wir vielleicht noch gebrauchen, aber die Stufen auf jeden Fall nicht. Wir haben jetzt 3 von denen. Ich denke, das reicht für den Anfang, ja. Das reicht sicher. Der Sand, der kann weg. Gut. Und vorwärts wieder ab in die Tiefen des Urwalds. Wow! Man kann sich leider zu sehr in den Spinnennetzen verfangen, das gefällt mir nicht. Aber wie tief kannst du denn noch gehen? Warte, ich schau mal kurz auf die Karte, auf welcher Höhe wir uns denn aktuell befinden, weil das ist schon mal so ein guter Anhaltspunkt, um zu wissen, wie tief es hier denn noch gehen kann. Okay, ich glaube, das war eigentlich schon das Tiefste, was wir gerade eben erreicht hatten, deswegen schauen wir uns doch lieber ein bisschen mehr auf diesen etwas oberen Ebenen um, weil ich denke, wir waren hier auch noch bei weitem nicht überall. Zum Beispiel, wenn wir hier einfach mal geradeaus gehen, oder? Könnte sein, dass wir schon so gut wie alles erkundet hatten. Aber es gibt ja bestimmt noch ein paar Abzweigungen, die man noch gar nicht hingesehen hatte. Auch wenn die Türen offen sind, deswegen denke ich, ich war da schon mal durchgegangen. Auf welcher Höhe sind wir aktuell? 10. Das heißt, hier könnte man eigentlich Diamanten finden. Vielleicht kommt ja was, weil wer weiß. Wer weiß. Irgendwann kommt das Glück bestimmt auch noch zu uns. Man muss nur auf es warten. Vielleicht ein paar Lockrufe oder Rufe raushauen. Und dann würde schon seinen Weg zu einem finden. Könntest du einfach mal riskieren und weiter nach vorne graben. Irgendwann kommt da sicher was. Auch wenn es ein bisschen hoffnungslos aussieht. Wie schön. Ich meine, wer hat bitte schön so eine Festung hier kreiert?
Die ist einfach so da und man kann sie als einziger begutachten, dass hier wirklich niemand mehr drin ist. Man kommt sich so vor, als ob man gerade eben in so alten Ruinen eine alt- oder längst vergessene Zivilisation gefunden hätte. Und dann stolz mit seinen Äpfeln und den Goldstücken wieder rauskommt. Übrigens, das Brot, was ich hier in den Kisten gefunden habe, ich weiß nicht mehr, ob das gut ist. Du, Steve, willst du es trotzdem essen? Ich weiß ja nicht, ob der das wirklich so gut tun wird. Und für diejenigen, die nicht wissen, wer Steve ist, Steve ist der Hauptcharakter, den wir hier gerade eben steuern. Aber der findet hier wahrscheinlich nicht allzu viel Lohnenswertes. Die Reichweite unserer Sicht ist aber auch schon ziemlich begrenzt. Oder liegt es hier einfach nur, dass wir unter der Erde sind und die Lichtverhältnisse hier allgemein nicht wirklich so pralle? Auch wenn wir hier ein paar Fackeln platziert haben sind. Kann ja sein. Wer weiß. Die gehen auf jeden Fall weg, die Eisentüren, weil die braucht man wirklich nie. Und ansonsten, ja gut, wagen wir uns halt weiter nach unten. Vielleicht ist hier was. Wer weiß. Und hier ist wirklich was, auch wenn es... Wobei, wir können gar keine Diamanten abbauen, falls wir welche finden würden, weil wir keine Eisenspitzhacke haben. Genauso wenig wie dieses Redstone hier vor uns. Hätte man vielleicht vordenken müssen. Naja, dann würde ich sagen, ist das eine nette Festung gewesen? Ich kümmere mich jetzt noch ganz schnell um den Silberfischsporn. Sporn, ich weiß, ist der Vorfahre von SpongeBob gewesen. Und dann können wir auch wieder aus dieser schönen Festung rausgehen. Ich finde schade, dass hier weniger Gegner drin waren, außer eben diese Silberfische, aber muss man wohl fürs Erste mitleben. Ich grab mich jetzt einfach wieder weiter nach oben, weil ich denke, das kann man machen. Komm hoch. Hoch, 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 hoch. Man könnte einfach davon ausgehen, dass es hier ein schnurstracks gerader Bau nach unten gewesen ist. Nein, ich nehme jetzt nicht die wertvollen Neversteine dafür, sondern die stinknormalen Pflastersteine, weil die sieht man wirklich alle Tage. Da kann man die besser verwerten, um mich wieder nach oben zu bauen. Aber man könnte echt meinen, dass es hier nach einem Plan gebaut worden ist, auch wenn es nicht wirklich danach aussieht. Aber es ist wirklich so, denke ich. Es ist wirklich so. Ich hoffe, ich komme jetzt wirklich irgendwo oben raus und nicht, dass ich mir einfach so mein eigenes Grab geschaufelt habe oder mich hier in meiner eigenen Grabfalle befinde. Aber ich denke, irgendwann kommt schon wieder der Lichtschimmer, der uns Hoffnung schenkt. Und so weiter und so fort. Aber ich hoffe, der kommt wirklich bald, weil allzu viel will ich mich jetzt auch nicht mehr herumgraben, ne? Ihr wisst schon, irgendwann will man wieder zurück ans Tageslicht, um sich zu denken, yo, ich hab's geschafft. Irgendwie war es auch gerade ein bisschen buggy, weil ich habe hier durch die Wand so Feuer, Wasser und so weiter gesehen. Also man möge fast denken, ich wäre Herr der Elemente gewesen in dem Moment. Was ich natürlich nicht bin, weil so hochrangig bin ich jetzt auch noch nicht. Auch wenn ich schon gut dabei bin. Aber so viel habe ich jetzt auch noch nicht in dieser Welt hier zu sagen. Das Gravel ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, da oben ist auf jeden Fall schon mal was gewesen. Ja, ich glaube, wir graben uns jetzt hier wieder zu einem dieser Felder raus, wo man normalerweise Ende Gelände sagen würde. Es war hoffentlich in diese Richtung, oder? Das war es. Denke ich jetzt mal. Ansonsten einfach den Weg nach oben wählen. Das ist nicht so schlimm. Oder ich würde sagen, wir können auch rein theoretisch skippen, bis wir wieder draußen sind. So schlimm ist es auch nicht. Oder so. Ich höre die ganze Zeit diese Fledermäuschen. Fledermäuschen? Könnt ihr mir mal sagen, warum ihr hier die ganze Zeit herumwuselt, ohne dass ich euch sehe? Ich würde euch das schon gerne sehen. Aber Kohle nimmt man doch gerne mit. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Na, Fledermäuschen, du kleines Läuschen. Warum pflanzt du dich in mein Ohr und singst mir was vor? Kann man hier so schöne Lieder dichten, während man sich durch den Urwald gräbt? Was heißt Urwald? Wir sind hier unter der Erde. Aber gut, unter der Erde gibt es bestimmt auch einen Urwald. Man kann es praktisch Gesteinsurwald nennen. Und da sind wir. In der Höhle. Ja gut. Ja, so eine Schlucht. Gibt's hier was? Kann man hier was abfarmen? Kann man hier irgendetwas abgreifen? Ja gut, das Erz, das ist jetzt schon hier direkt vor unserer Nase. Das nehmen wir natürlich mit. Aber ansonsten, gibt's ja noch irgendwas Wertvolles? Oder denkt ihr euch so, ha, verarsch, hier ist nichts. Nee, hier wird's bestimmt was geben. Okay, Pflastersteine weg. Ich nehme das Eisenerz. Und ganz genau, da habe ich's. Ich würde hier so gerne auch weiter rumgraben. Aber vorerst würde ich sagen, merken wir uns die Position
und gehen später wieder zurück, sofern sie was Neues geben würde. Ansonsten einfach wieder irgendwie zurück nach oben und wir gehen unserem Heim entgegen. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass wir ein schlimmes Los gezogen haben, was die Enderfestung und so weiter angeht und allgemein das Ende freizulegen und zum Endboss zu gelangen, da wir ja praktisch das Maximum an Enderaugen benötigen oder fast das Maximum. Ich weiß nicht, ob man wirklich auch eine Enderplattform oder so eine Enderschallzentrale, ich nenne es einfach mal so, ohne ein einziges Enderauge drin finden kann. Aber falls ja, dann haben wir wirklich das vorschlechteste losgezogen, was wir denn nur kriegen können. Denn wir müssen noch ganze 11 Endeaugen einfarmen, bevor wir da irgendwas reißen können. Die denken sich einfach so, ja, die haben sicherlich auch nichts anderes zu tun, als den ganzen lieben Tag dran zu sitzen und unsere schönen Endeaugen zu suchen. Nicht hier, bitte eins weiter drüben, damit ich die nicht wieder wegschalte, wenn ich hier mich weiter nach oben baue. Aber ansonsten geht das schon. Ah, ist da oben wieder der... Geht's da oben raus? Oder? Ich höre auf jeden Fall Skelette. Die will ich eigentlich nicht wirklich hören. Aber ich glaube, wir müssen mit denen wohl oder übel auch ein bisschen Bekanntschaft machen. Dann war das heute eine etwas ruhigere Folge. Außer wenn wir am Ende natürlich sterben durch die Skelette. Das wäre dann Spektakel gewesen. Aber erstmal noch ein bisschen was essen, weil ich höre die schon da oben. Ich höre die kleinen Schlawiner schon da oben. Da kann man nicht mal was sagen. Die sind da oben und warten auf uns. Okay, was ist das? Irgendein härterer Stein auf jeden Fall. Oh! Oh! Oh, okay. Zumindest sind wir wieder oben. Wir müssen es positiv sehen. Und jetzt kommt sicherlich ein Creeper von hinten und attackiert uns, oder? Sind die diesmal ein bisschen netter gewesen zu uns? Jupp, die sind bestimmt netter. Okay, da war das gar eben wahrscheinlich ein Baumstamm. Ha, wo müssen wir denn hin? Wir müssen da lang. Und absichtige Büsche. Oder einfach hier außen rum kommen. Wir müssen auch nicht wirklich hier auf Umweltvernichter spielen. Oder einen auf Umweltvernichter machen. So ein Draufgänger sind wir auch nicht. Und wir müssen uns nicht in falsche Lagen reinversetzen. Ich meine, wenn man sie nicht hat, dann hat man sie nicht. Dann war das heute wohl nur so eine kleine Laberrunde mit der Ender-Schaltzentrale. Ich habe sie wirklich so genannt. Ich finde den Namen cool. Ender-Schaltzentrale, das nenne ich den ab jetzt wirklich immer so. Die Enderschallzentrale. Da sitzen nicht die Enderman, sondern vielleicht die Zombies. Aber vielleicht auch ich. Wahrscheinlich eher ich. Na, musst du weggehen, mein Kleiner. Du Zombie. Ich kann dich auch so anknurren. Nachher hole ich noch meine Katze. Die faucht dich dann an. Also da hätte ich dann wirklich Schiss vor. Weil so Katzen, die können echt gemein werden, was das angeht. Die sind da wirklich sehr gemein. Lass mich mal vor. Okay, wir sind gleich wieder daheim. Yes! Wieder in den heimischen Gebirgen. Und ich glaube, ich sehe schon, oder? Seht ihr es auch? Dieses Leuchten da hinten. Es ist das Leuchten der Heimat. Und da ist ein Skelett. Ich habe doch gewusst, dass wir noch einem heute Abend begegnen werden. Und da ist es aber schon weg. Es war ein kurzes, aber sehr glorreiches Vergnügen, mit dir Bekanntschaft zu machen. Ja, und ich glaube, meine Wortkenntnisse sind heute auch schon auf dem höchsten Niveau. Okay. Und dann würde ich schon mal sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Stimmt auf jeden Fall meine Kommentare ab. Wollt ihr, dass ich im nächsten Part anfange, von ein paar Endermen die Enderperlen zu klauen? Und vielleicht auch wieder in den Nether gehe? Oder wollt ihr, dass ich hier vielleicht doch ein bisschen mehr baue? Dass ich mich jetzt, bevor wir weiter dem Ende entgegenschreiten, einfach noch denke, okay, wir bauen erstmal noch was, ein Feld. Vielleicht bauen wir noch ein eigenes Haus und alles drum und dran. Ich hätte wirklich gar kein Problem mit. Stimmt ab in den Kommentaren und wir sehen uns wieder im nächsten Part. Haut rein und ciao, euer Feuerstachel. See you!